So, wir haben jetzt wieder ein neues Video entdeckt von Alexi Bexi, der neue und miese Player im China-Short-Game Temu. Was genau ist Temu? Temu ist so eine Plattform wie Wish, wo ihr quasi Sachen bestellen könnt. Das meiste ist tatsächlich China-Schrott, was ihr da bestellt. Aber auch noch sehr günstig, also sehr günstiger China-Schrott. Ne? Ich würde sagen, wir legen los und schauen uns das Video mal an. So, 4K natürlich. Und let's go. Oh Gott, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Ich meine, wie viele Jahre mache ich nun schon China-Schrott-Videos? Okay, in letzter Zeit ein bisschen weniger aus Gründen, aber wie viele Jahre regen wir uns schon darüber auf, dass es einfach viel zu viel Schrott gibt auf dieser Welt, hm? Oh, man kann durch dieses Set meine Nippel sehen. Gut, dann muss ich doch kein OnlyFans mehr machen. Also ich lag vor ein paar Tagen nichtsahnend auf dem Sofa und wurde von ein paar TikToks in den Bann gezogen, die mal wieder nichts Gutes versprachen. Ich wurde gerade aus dem Bett geklingelt, weil mein drittes kostenloses Temu-Paket ankam. Oh mein Gott, Leute. Ich habe einfach diese Pakete alles heute bekommen, ohne dafür was zu zahlen. Was ja. Für ein Gefühl. Schaut euch, wie viele Sachen ich auf jeden Fall nichts gezahlt, ne? Habe. Hier sind die Pakete ausverpackt. Kostenlos. Wenn ihr wissen wollt, kostenlos. Wie ich das gemacht habe, dann schaut euch meine fixierten Video an. Vor allem auch immer diese kostenlosen Temu-Produkte. Als ob auch nur irgendein Laden auf dieser Welt etwas zu verschenken hätte. Natürlich müsst ihr euch dafür noch erstmal anmelden und es sind deswegen im allerersten Schritt eure Daten, die gesammelt und verkauft werden. Das liegt 5 Kilo. Ey, das ist so, so geile Sachen bestellt. Bleibt auf jeden Fall dran. Das ist so. Gerade auch bei sowas, ne? Also, so, du gibst deine ganzen Daten ein und die werden einfach an Drittanbietern verkauft. Die verdienen dadurch ihr Geld, ne? Ist schon krank. Ich habe mir hier einmal ein Klebe-BH bestellt, falls ich so Kleider anhabe oder Tops oder so, mega praktisch. Was krasses gekauft? Was krasses? Ja Leute, was geht? Meine Temu-Bestellung ist jetzt da und wir werden die jetzt zusammen auspacken. Okay, wir haben hier ein lilanes Durag für mich, meine Cap, 45 Kilo Armdrückgerät, Iced Out Ronaldo Trikotkette für meinen kleinen Bruder. Ey, das Bruder, ich habe nur 10 Euro für die bezahlt. Ey, das glaubt ihr nicht, guck mal wie... Digga! Die Qualität von denen ist todeskrass. Die ist wirklich. Ja, anders. Bestimmt. Also ich hab das schon bestimmt. Todeskrass und anders böse? Qualität ist todeskrass. Ton ist aber Müll. Never go for retard. Peilst du eigentlich was todeskrass? Ich hab mir damals auch so Earpods geholt, so Billig-Kopfhörer. Die sind, keine Ahnung, die hatten so eine Ladestation, aber so wie bei den alten Handys, so ein. Also quasi nicht so mit magnetisch, sondern du kannst die so reintun. Und ich wollte die benutzen, ich wollte die so rausholen. Ne? Das waren so 30 Euro Fake Earpods. Ich wollte die so rausholen. Das ganze Innenleben ist einfach so stecken geblieben. Bei dem Ladeding. Das ganze Teil ist kaputt gegangen. Das Ding ist halt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ist meistens so. I'm gonna need y'all to stop ordering Temu shit. Because what the fuck is all this? This is all work. Und die wie die Leute dafür arbeiten, ne? Das wird auch scheiße bezahlt, ne? Das wird ja meistens in den etwas ärmeren Ländern produziert, ne? Aber scheiß drauf. Hauptsache Fake AirPods. Digga! Ja, ein neuer Laden namens Temu ist gerade fett am Durchstarten. Mit der exakt gleichen Scheiße, die ihr schon seit immer bei AliExpress, Wish und Co. kriegen könnt. Das ist eigentlich nur ein weiterer gigantischer Bazar für absolute Billigprodukte. Aber wie kann das sein? Naja, Temu gehört dem China-Laden PDD Holdings, vor allem bekannt für die E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Dieser Gigant hat sich in den letzten Jahren ein unglaublich riesiges Netzwerk von Fabriken in China aufbauen können, wurde aber vor kurzem als App Pinduoduo aus den App-Stores verbannt, weil sie wohl die ganze Zeit ihre Nutzer ausspioniert haben, nicht nur Positionstracking, sondern einfach mal alle Daten abgegriffen und geguckt haben, was so in der Fotorolle drin steckt. Deswegen muss der Laden jetzt mit dem neueren Tochterunternehmen Temu, weil neuer Name und cooleres Marketing, deswegen muss es ja schon geil sein, Dropshipping extrem betreiben. Download the Temu app and shop like a billionaire. Weil ihr notgeilen Billiglutscher es einfach nicht lassen könnt, scheiß Fake AirPods für 8 Euro zu kaufen, um euch damit bei eurem Lieblings-Crack-Dealer am Frankfurter Hauptbahnhof einzuschleimen, um vielleicht noch irgendwie eine Kokstüte und Top-Ups necken zu können. Ah! Ist wie sonst auch im Leben. Am Ende kann man nur mit Geld protestieren. Entweder indem man es gibt oder indem man es eben nicht gibt. Naja, und da der Markt hier scheinbar das größte Potenzial bzw. größte Wachstum aufweisen kann, wird fleißig weitergemacht. Und Läden wie Temu sind natürlich dann auch direkt am Start, bevor er mit der Wimper... Ja, das ist das meinte. Krasse hierbei, also bei Temu, ist aktuell deren Marketingstrategie. Ihr könnt entweder ein scheiß Glücksrad drehen für Gutscheine, die aber erst aktiv werden, wenn ihr etwas gekauft habt und dann... Oder krieg ich bekommt, Pop-Up-Flashbacks, 120 Mobile-Games, whatever an wenn ich sowas sehe.
Das ist wie, als würdest du ein Mobile Game runterladen und die ganze Zeit Pop-Ups haben. Gutscheine mit unterschiedlichen Mindestbestellen. Der Rabattgutschein hatten. Also du hast mit Rabattgutschein einen Rabatt und dann hast du nochmal einen Rabattgutschein mit einem anderen Rabatt. Werten? Gott, die verdammten. Aber Hauptsache, du glücklicher schreiben mit diesen völlig wertlosen extra 20 Euro, nur damit man sich besser fühlt? Holy shit. Oder ihr macht einen auf Tupperware oder Thermomix-Party und dreht den... Oder fast so viele Pop-Ups wie im BDO. Ja, das Ding ist, im BDO kannst du es ausschalten. Also, das Ding ist, im Black Desert kannst du es ausschalten. Klar, die meisten Leute, die BDO anfangen, die wissen das nicht. Aber du kannst es halt deaktivieren, ne? Bei so einer Temu-App kannst du es halt nicht deaktivieren. Du wirst halt zugespammt davon. Temu probiert und es klappt. Und moin, Robex. Dann lass jetzt ein Deal machen. Gib den Code da oben ein und schickt mir euren Code. Das haben... Scheiße geschickt! Und dann lass uns Code... Das haben auch viele Apps, ne? Dieses, wenn du den Code teilst, diesen Freunde-Code, so schick an 10 Freunden, dann hast du 50% Rabatt oder sowas, ne? Den Code machen. Ist auch übelst nervig. Wir alle gegenseitig helfen und wir können alle Geld verdienen. Und kriegt dadurch Prämien, mit denen ihr dann noch mehr Müll kaufen könnt. Und deswegen funktioniert Online-Content aktuell mit Temu auch so gut, weil jeder irgendwie versucht, etwas für sich... Juckt doch im BDO nicht, will doch sehen, was ich geschenkt bekomme. Abzugreifen. Hier ja. 5-6 Schuhe von Temu. Hier noch herbe Kartons. Das ist alles von Temu, ne? Das hier alles ist von Temu. Mein Gott, ist das alles eine Scheiße geworden. Wirklich? Also weiter China-Schrott-Videos machen, um Leute aufzuklären? Nö. Aber sollte ich hingegen weiter China-Schrott-Videos machen, um einfach nur Spaß zu haben, weil am Ende alles egal ist, wie man sieht? Ja. Das war ein Joke, um all die gottlose Unreflektiertheit der endlosen Temu-Videos im Internet überspitzt darzustellen. Also gucken wir uns doch mal an, was ich mir bei Temu so gegönnt habe. Und falls ihr immer noch auf meine Nippel guckt, dann sollte ich vielleicht doch OnlyFans machen. Okay, aber ehrlich gesagt, jetzt kann dieser symbolische weiße Karton weg. Denn eigentlich sehen deren Sachen so aus. Ich hatte nur keine Lust, dass deren Logo die ganze Zeit sofort... Das ist eine Verpackung. Und ja, die schicken ernsthaft alles in orangenen Beuteln oder orangenen Kartons. Und ja, das ist noch nicht... Was hat der DHL-Postbote damit gemacht, dass der Aufdruck so komisch aussieht? Was wir für das Video heute brauchen, aber durch Videomagie kann ich euch hier die verspäteten Teile am Ende so zusammenschneiden, dass es aussieht wie eine große Lieferung. Dieses Temu-Logo ist schon echt weird. Wobei, dazu kam mir noch... Ach so, er hat das gemacht. Ja. Sorry, ich bin lost. Zoomer, dass ohne Händler aus der Fabrik direkt an den Kunden geliefert wird. Da frage ich mich, wenn oder da das alles so gut läuft. Macht Sinn. Aus für klassische Händler. Also egal, ob Mediamarkt, Edeka und was es sonst noch alles gibt. Weil durch Händler wird ja nun mal alles teurer. Weil die müssen ja auch, um das alles machen zu können, Geld verdienen. Und gleichzeitig geben sie auch eine Auswahl an Dingen vor. Also eigentlich schränken sie doch auch die Freiheit der Auswahl ein, oder? Dadurch bestimmt sie doch auch den Markt, können kontrollieren, was wir kaufen, aber sind auch gleichzeitig eine Instanz der Qualitätssicherung, während Temu eigentlich sowas wie Wilder Westen ist. Also sind Läden wie Temu doch eigentlich die Rettung der absoluten Unabhängigkeit? Habe ich eigentlich auch Alufolie bestellt? Ich brauche Alufolie! Oder doch nicht? Und ja, ich würde es genauso aufmachen wie alle anderen auf Social Media. Und zwar mit einer Schere einfach rein da. Ja, ich öffne mal mein Temu-Paket. Wisst ihr, bevor ich jetzt einfach alles auf den Tisch kippe und euch derbe Spoiler, fangen wir doch mal entspannt nach der Reihe an. Also, was haben wir da? Was ist das? Handschuhe, Shooter, Spider-Cosplay-Launcher, Bomb-Entry, 4,38 Euro, bla bla bla. Und haufenweise Nutzer sind natürlich super zufrieden. Der hier rein. Oh ja, könnte eventuell passen. Oh, nice. Die erste Lasche ist schon gerissen. Aufsetzen. Dann soll aber eine vorne rein. Aufziehen zum Spannen. So. Okay. Und jetzt, wie Spider-Man, schießen. Das ist kacke. Oh, warte. Oder da gab's so ähnliche Dinger, die, wie heißen die nochmal? Nerf? Ich glaube Nerf hießen die, ne? Er trinkt safe 3 Espresso bei jedem Dreh. Wie hießen die nochmal? Nerf, ne? Nerf, diese Pistol-Dinger, die hatten auch so ähnliche. Ich glaube Nerf war das. Ja. Ja.
Ah, die waren auch etwas teurer, ne? Also viel teurer als sowas. Jahreszeit passt. Und zwar Leafless Hanging Neck Fan. Ich meine, bei Temu immerhin für sage und schreibe 7,38 Euro. Und natürlich sind auch alle Kunden hier wieder äußerst zufrieden. One Second Cooling. Und natürlich ist ja, auch besser. Silent. Die magische luftlose Luft, die durch die Gegend gepustet wird. Vor allem, wenn sie am Nacken bzw. direkt am Ohr ist. Und ich habe damit sogar vor kurzem heute was bei Galileo gemacht. Und da fand ich das Ding schon kacke, auch wenn ich es so kurz ausprobieren konnte. Aber jetzt hatte ich noch ein bisschen mehr damit Zeit und ich sag euch, ultralongt. Bla. Und auch falsch geschrieben, ne? Und auch falsch geschrieben hier. Ultralong. Adherence. Bla. Immerhin USB-C. Oh, shit. Ah, das haben die hinbekommen, ne? USB-C. Komplett aus Plastik, hat hier ein paar Schlitze und sehen aus wie super schlechte Kopfhörer. Und es gibt es hier an der Seite einen Knopf, den man drücken kann. Und dann geht das Ding an. Und auf dem coolen Display kann man jetzt die Stufe, die Geschwindigkeit sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Aus. Immerhin noch 94% Akkuladung. Ich will ehrlich sein, ich verstehe nicht, was das Ding soll, weil man macht es denn hier an, dann ist es vielleicht heiß draußen und macht das auf eine höhere Stufe, in dem Falle vielleicht jetzt 4, setze ich das auf und es ist arschlaut. Aber bevor ich mir so einen Müll hole, es gibt doch diese Taschen, also diese Mini-Ventilatoren, auch für Handy oder sowas, lieber hole ich mir sowas, anstatt sowas. Und punktuell gekühlt, das heißt, dieser Bereich hier, wo das direkt ranbläht, wird halt nicht alles gekühlt. Unter den Ohrläppchen und alles andere wäre immer noch genauso schwitzig. Ich kriege hier vorne nichts ab, ich kriege hier hinten nichts ab, hier wäre es immer noch schwitzig. Es ist nur genau direkt hier unter den verfickten Ohrläppchen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist ja okay. Kaputt gemacht. Modernste Technik. Was für eine Plastikverschwendung. Und dann habe ich mir von denen noch was Teures gegönnt. Und zwar ein Tablet von deren, ich nenne es mal Hausmarke, namens TechLast? Ja, wirklich, TechLast. Ein Tablet natürlich mit den besten und coolsten Spezifikationen. Kunden sind auch wieder voll... TechLast, die Marke gibt es auch bei Amazon, ne? Also habe ich schon mal gesehen, so Tablets. Die machen generell Tablets. Die verkaufen das nicht nur bei Temu, sondern auch bei Amazon. So wie ich richtig gesehen habe. Ja, bei Amazon gibt es das auch. So, schauen wir weiter. Was haben wir denn hier? Sechs spannendes, geile Mailadresse. customservicare@outlook.com. Boah, das ist ein Plastikbomber. Holy shit. Okay. Oh, immerhin USB-C. Okay, mal rein da. Break the distance. Mein Gott, das Ding bootet ewig. 3 Minuten sind jetzt vergangen und ich bin immer noch bei Break the Distance. Okay. Oh, ist das alles lahm. Es ist Moin Loki, was geht? Moin Moin. Ist denn Einrichtungsprozess? Guck uns gerade ein Video an. Aber beim Kacken! Bitte mach, dass es ein Ende hat. Ach, finally. Das waren jetzt gute 15 Minuten, ist das Tablet das erste Mal gebootet. Und auf den ersten Blick sieht man, was für ein beschissenes Display. Holy shit. Wie ist denn so die Kameraqualität? Na, will vielleicht schon jemand raten? Genau, beschissen. Mit egal welcher Kamera, vorne oder hinten. Okay, und wie ist die Performance so beim Rumscrollen? Oh, fantastisch. Es ist 12 ein FPS. Indiz für Qualität, wenn das Scrollen schon so butterweich funktioniert. Komm schon. Digga, du kannst ja nicht bei YouTube drauf gucken. Also, der Ton ist scheiße, das Bild ist nicht geil. Also, selbst für Entertainment-Multimedia-Kram, ungeiles Kackteil. Ach, wie ist das mit Gaming so? Okay, das funktioniert ja gar nicht mal so gut. Sieht auf jeden Fall nicht geil aus. Mehr oder weniger flüssig. Okay, ich nehm's zurück. Seht ihr die Blöcke? Oh, da kommen die Monopoly-Häuserblöcke und... kommt überhaupt noch mal irgendwas? Wenn man versucht, PUBG auf der PlayStation einzuprogrammieren. Richtig geil Combat machen. Ist da jemand im Fenster und will mich vielleicht abknallen? Egal. Ist hier vielleicht jemand? Oh, da! Es ist immer alles die gleiche Scheiße. Ach, dann habe ich hier noch so ein Ding und ich muss doch nicht alles hier auf dem Tisch immer auspacken, oder? Okay, also. Turn hexy and happy. Fuck. Also, so ein Helfer ist das ja nochmal. Vor allem momentan auf Social Media gehypt. 15 Euro kostet das. Die Mixer? Ja, die gibt es auch in so vielen Variationen und bla. Für unbedingt Daumen 12 Euro. Zum Pürieren von leichten Dingen. Und die Nutzer sind natürlich alle vollends zufrieden. Schon beim Aufmachen blinkt so eine Packung. Mit diesen Messern wird er auf jeden Fall nicht so viel reißen können. Apfelkrümel, ja, ist gut. Ein Schuss selbstgemachte Marmelade. Und Hot
Damn. Okay. An. Also sowas ist actually praktisch, ne? Zum Mitnehmen, ne? Rezeptidee. Banane. Banane. Oh, okay. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass diese kleinen Popeldinger wirklich was reißen können. Das ist das erste Mal, dass ich einen bei Social Media so überhaupt das Ding auch wirklich mal als okay empfinde. Und ja, ich habe mir eigentlich noch mehr Krempel angeguckt. Wie zum Beispiel diesen typischen Billo in ihr mit eingebauter Powerbank. Oder so ein kleiner Mini-Staubsauger. Das heißt, klingt halt so wie für Leute, die keinen Anspruch an Klangqualität haben. Beziehungsweise eine Saugleistung von vielleicht ein, zwei Brotkrümeln pro Stunde. Ich spaß mir mal, das im Detail zu zeigen, weil es ist immer das Gleiche. Ihr könnt euch irgendein älteres China-Shot mit der jeweiligen Thematik angucken. Nur sieht es anders aus oder hat vielleicht einen anderen Namen. Es kommt Luft durch den Ladeanschluss. Gott, was für eine Kacke. Und was lernen wir daraus? Naja, alles ist nicht besonders geil, aber auch nicht besonders kacke, aber tendenziell schon scheiße. Also Temu ist im Grunde nichts anderes als das, was wir bisher schon unter klassischem China-Schrott verstehen. Ich meine, ihr kriegt die gleichen Sachen wie sonst überall auch, nur nutzt der Laden halt modernere Marketingmöglichkeiten, auf die dann halt noch mehr Leute reinfallen. Doch, was kostet uns das? Einfach alles. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nach diesem Video meine Accounts bei Temu gesperrt werden, wie es nach und nach bei Wish und Co. der Fall war. Aber das Beste dabei ist, es ist mir scheißegal. Egal. Ja, das war das Video. Das war das Temu-Video. Ne? No?